Hallo ihr Lieben, wir machen heute weiter und wir wiederholen sehr oft diese ersten Schritte, weil sie so sehr, sehr wichtig sind. Und ich zeige einfach nochmal, der ganz absolut vom Anfang, Nadel greifen zwischen Ringfinger und Daumen, Fingerhut dazu, festen Griff auf die Nadel. Nadelgleiter in Position bringen. Die Nadel kurz hinter der Kante einstechen, Finger weg und über die Kante schieben. Sobald die Spitze sichtbar ist, anhalten. Gleiter nach vorne, nächster Stich. Und im gleichen Muster die Nadel füllen mit den Stichen. Ja, und so führe ich jetzt runter bis zur Ecke von diesem Blatt und dann wechseln wir Richtungen. Und diese nächste Richtung ist das Neue, was wir heute machen wollen. Jetzt erinnert euch an diese Uhr. Und wir haben alles jetzt abgedeckt bis auf die Uhr zwischen 9 und 10:30. Und genau in diese Richtung haben wir jetzt diese Seite des Blattes. Jetzt müssen wir ganz anders rangehen, denn wenn ich jetzt versuche mit meinem Daumen, was möglich ist, aber doch etwas umständlich. Um richtig, also es ist machbar, aber umständlich. Wenn ich es mit der ersten Richtung mache, geht es mir ähnlich. Ich komme einfach nicht rum. Also brauchen wir eine dritte Richtung. Und jetzt, weil man es nicht so oft gebraucht, ist es ja oft so, dass es nicht genug geübt wird, dass es wirklich so integriert wird in dem Quilten. Aber lohnt sich wirklich, diese Richtung zu lernen. Und zwar heben wir jetzt die Nadel zwischen den Zeigefinger und den Daumen auf. Je nachdem, was für ein Fingerhut ihr habt, ich zum Beispiel drehe jetzt meinen Fingerhut in Richtung Daumen. Und der Fingerhut kommt jetzt genau dahinter, damit ich diesen festen Griff wieder habe. Aufheben, Fingerhut dahinter. Jetzt kommt aber der Clou, dass ich nicht so anfange zu quilten, sondern ich drehe meine Hand, dass ich richtig in die Hand reinschauen kann. Also ob da ein Ei drin liegt. Die Hand liegt wirklich mit den Knöchel auf dem Quilt. Der Zeigefinger stützt die Nadel und führt sie. Der Daumen hält es noch fest am Fingerhut. Wenn ich jetzt einsteche in den ersten Stich, dann muss der Zeigefinger weg und nur der Daumen bleibt da, damit die Nadel nicht runterrutscht vom Fingerhut. Wir brauchen die nicht hier hinten, sondern hier vorne, damit der Rücken von der Nadel nicht in den Daumen geht. Aber wir brauchen diese Stütze. Sobald wir dann den ersten Stich sehen, dann wie gehabt nach vorne und einfach weiter quilten. Sind wirklich immer nur so eine kleine Stellen. Aber wenn man Federn oder sowas macht, dann hat man ständig dieses. Und erleichtert das Quilten sehr, wenn man sich diese Richtung wirklich angewöhnt. So, jetzt habt ihr alle drei Richtungen vorgeführt gesehen. Jetzt kommt es darauf an, dass ihr wirklich alle drei kombiniert und übt.
Es wird nie wirklich schlüssig werden, wenn ihr nicht übt. Es ist wie alles andere. Man wird nur gut an einer Sache, wenn man übt und übt und übt. Aber man muss erst mal wissen, wie zu üben. Denn wenn man richtig übt, dann gelingt es. Und es lohnt sich wirklich, sich immer wieder zu erinnern an diese Uhr. Welche Richtung quillt dich jetzt? Wo geht meine Nadelspitze hin? Sich wirklich die Zeit nehmen, damit das sich festigt im Kopf. Und dann üben und ganz bewusst üben ist genau wie Autofahren lernen. Man muss jede Bewegung erstmal ganz genau überlegen und sie üben. Nachher geht es alles automatisch. Es ist nicht anders beim Quilten. Also üben. Vielen Dank fürs Zuhören. Es geht auch bald weiter mit verschiedenen kleinen Techniken, die auch ganz wichtig sind, wie Anfangen über die Genähte und alle solche Sachen. Kommt noch. Aber die Grundrichtungen habt ihr. Sucht euch was aus, das nicht zu dick ist, irgendwas, was wirklich leicht zu handhaben ist. Baut euch einen ganz leichten Rahmen, der fest ist, wenn ihr selber keinen habt. Das könnt ihr ohne weiteres mit vier Latten und Malerkrepp und ein paar Stecknadeln sicher sein, dass es einfach fest ist, festklammern und an der Tischkante, damit die Hände frei sind. Die müssen frei sein, sonst kann man diese Technik nicht anwenden. Viel Spaß beim Üben. Bis zum nächsten Mal. Danke, dass ihr zuhört. Danke für eure Unterstützung. Nicht vergessen, wenn ihr nicht abonniert habt, dass ihr jetzt nochmal abonniert, auf die Bell drücken, damit ihr unsere Infos bekommt. Ja, und bis zum nächsten Mal. Nicht vergessen, Quilten verbindet mehr als drei Lagen Stoff.